Ich weiß, uns interessiert nicht immer dasselbe. Dich interessieren andere Sachen als mich. Du magst vielleicht Fußball, ich mag Boxen. Oder auch andere Sachen. Wir alle haben nicht dieselben Interessen, das ist mir bewusst, keine Frage. Wenn es aber etwas gibt, wofür wir uns eigentlich alle interessieren, wenn du nicht, sag Bescheid, dann wissen wir Bescheid, aber es sind Aliens. Nur Aliens sind etwas Grandioses, denn es ist wirklich merkwürdig bei Aliens. Es ist so merkwürdig, dass es eine Sache, die einfach noch nie jemand gesehen hat so richtig, weil es dafür keine Beweise bis jetzt gab. Allerdings weiß jeder, sie existieren. Jeder weiß, wie groß das Universum ist. Und deswegen weiß auch jeder, dass Aliens existieren. Zu sagen, Aliens existieren nicht, ist einfach arrogant und irgendwie falsch. Denn wie kann kein anderes Leben existieren im Universum, was absolut gigantisch ist? Nun, ich habe letztens schon ein Video dazu gemacht über UFOs. Denn es gibt ein paar Leute, die haben hobbymäßig, also ihr Hobby ist es, nach UFOs oder Aliens zu suchen. Sie machen Bilder und schauen nach irgendwelchen Anzeichen. Manche Leute schauen nach, ob sie irgendwelche bestimmten Audiosignale schicken durchs Universum. Das geht nämlich auch. Ich würde sogar sagen, Audiosignale sind das Einfachste, was man bekommen kann, weil Audio ist halt, ich meine, wenn man eine gute Antenne hat, ich weiß nicht, ob man durch das komplette Universum einmal durchhören kann. Das wahrscheinlich nicht. Wer weiß aber, wie gut die andere Technologie ist, okay? Die haben vielleicht so etwas, wodurch sie andere reichen können. Oder wollen es auch tun, so wie wir. Und manche schauen nach UFOs. Wieso auch immer. Das Problem ist halt einfach, wenn die UFOs zeigen, sind die UFOs tatsächlich rund. Und ich habe das Gefühl, wenn die Aliens bestimmte Fahrzeuge benutzen, sind die nicht so wie wir uns die vorstellen. Und das Problem habe ich auch mit dem Thema, worum es heute geht. Denn es in Mexiko, ein paar Leute in Mexiko, die höher in der, keine Ahnung, Politiker sind oder halt Leute, die so ein bisschen höher stehen, haben Aliens gefunden. Nun, was du jetzt sehen wirst, was ich dir zeigen werde, ist halt wirklich, also Leute, die wie gesagt höher stehen, das ist nicht irgendwie so eine Person wie so eine random Person, sondern diese Leute, das ist ihr Missionsziel, Aliens zu finden. Und die sagen, die haben Aliens gefunden. Und wir schauen uns heute das Video an und gucken, ob das wirklich Aliens sind. Nun, wenn du jetzt das Video sehen wirst, wirst du merken, es gibt ein Problem damit. Denn diese Aliens sehen leider aus wie Aliens. Und jetzt fragst du dich, yes, ist doch geil, ist doch super. So will ich das sehen und nicht anders. Es sollen ja auch Aliens sein. Aber wenn ich denke persönlich, dass wenn sie aussehen, wie wir uns das vorstellen, also wie aus dem TV, dann ist es ein bisschen komisch, weil, ich weiß, es ist einfach merkwürdig. Denn niemals im Leben sehen Aliens so aus, wie wir uns sie vorstellen. Nie im Leben, okay? Also, ich zeige euch nochmal das Video. Wie gesagt, das ist Mexiko. Ich habe das Audio stumm geschaltet, weil ich nichts verstehe. Ich war einmal in Mexiko, aber ich bin noch kein Mexikaner durch geworden, also sorry dafür. Aber wir, ja genau, hier sehen wir es. Der Typ macht das mal, also ihr könnt sehen, es ist ein bisschen unscharf. Ich weiß nicht, ob ich die Qualität noch besser stellen kann. Aber da sieht man so ein bisschen, es sieht aus wie ein Alien, bin ich ganz ehrlich. Die sollen anscheinend 800 Jahre schon existieren und man hat ihre Knochen gefunden, weil sie die Erde besucht haben oder wie auch immer. Hier kann man noch so aus einer anderen Perspektive sehen. Ich frage mich, ob ich vielleicht eine bessere. Okay, hier brauchen wir keine bessere Qualität, das ist gut genug. Aber ist das ein Alien? Nun, zum einen, wow, ich frage mich, wie teuer dieser Sarg ist oder was immer das sein soll. Der ist bestimmt teuer. Ich habe das Gefühl, Aliens bekommen besseren Sarg als wir Menschen. Nun, eine Sache wurde gesagt, und zwar, zum einen, bei der Statur, die wir hier sehen, könnte das Alien niemals existieren. Nun, vielleicht ist es auf ihrem Planeten anders, wer weiß, okay? Aber es könnte nicht gehen, es könnte nicht existieren. Also zum einen ist das ein Ding. Zum anderen, ich meine, das sieht aus wie ein Alien und damit habe ich ein Problem. Ich meine, das sieht schon ziemlich gut aus und ich wünschte, ich würde sagen, ich glaube es. Ich wünschte, ich würde wirklich sagen, okay, ja, hundertprozentig real. Aber ich kann nicht wirklich dazu sagen, das ist real. Wow, ich meine, die sind ziemlich klein anscheinend, was hundertprozentig Aliens sein können. Aber ich warte noch auf den Tag, bis ich glauben kann, das sind Aliens, okay?
Ich habe das Gefühl, das ist nur ein Stunt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das spricht sich überall rum. Das ist quasi das Ding. Und ja, ich glaube nicht, dass wir mehr zu sehen bekommen tatsächlich. Ja, das war es eigentlich. Also ja, zum einen... Oh, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll, wenn ich mir das angucke. Okay, hier haben wir noch ein besseres Bild. Also ja, man könnte glauben, dass es irgendwie schon dass sie 700 Jahre lang unter der Erde waren. Zum einen sind das dann aber nur die Knochen. Also es sind nicht irgendwie, man sieht nicht die Haut oder so. Es sind die Knochen, das sind sozusagen die Gesichtszüge. Die haben eine Nase, okay, das ist crazy, einen kleinen Mund. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Sinn ergibt, dass irgendwie ein Kopf da ist und Körper und Beine. Aber... ich weiß es nicht. Ich habe eher das Gefühl, es ist eher, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn anscheinend soll es irgendwie... Ich habe irgendwie gelesen, dass die irgendwie auch... Das ist auch ein... Weiß nicht, war das ein Lama oder so? Oder irgendwie sowas in der Art? Dass die damals irgendwie bestimmte Tiere vergraben haben und... dass es einfach nur ein Tier sein soll, wo der Kopf irgendwie verdreht ist oder so. Ich weiß nicht genau. Aber es ist wirklich schwer darüber zu reden, weil es sieht halt aus wie Aliens, okay? Es sieht halt wortwörtlich aus wie ein Alien, aber ich weiß, dass es kein Alien ist. Es ist wahrscheinlich einfach nur da, um Aufmerksamkeit zu bekommen und das machen die gut. Ich meine, wow, ich bin sogar sprachlos. Es fällt mir schwer zu sagen, das sind keine Aliens, weil die es halt so gut darstellen. Für mich, wenn ich das Bild angucke, sieht das halt wirklich so aus, als... würde irgendwie, als wären die vor 800 Jahren hierher gekommen, wären gestorben aus irgendeinem Grund und ihre Knochen sind halt unter die Erde gekommen oder wie auch immer und ich meine, Knochen verwesen nicht so schnell. Es gibt immer noch Dinosaurier von Knochen. Wenn du irgendwie irgendwo hingehst und nach Dinosaurierknochen guckst, wenn du einen Knochen findest, bist du reich für dein Leben, weil so ein Knochen, wow, ist extrem viel wert. Und ja, ich glaube Knochen, ich weiß gar nicht, ob die jemals verwesen, kann mir schon vorstellen, dass die irgendwann verwesen, aber Knochen sind so etwas, Haut verwest, alle Organe verwesen, außer Knochen. Knochen sind echt interessant. Du könntest natürlich dann das Opfer eines Hundes werden. Ich meine, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Hund, der diesen Alien so anschaut, denkt sich, wow, einmal an diesem Alien zu kauen, wäre schon ein Traum. Aber ja, wie gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Aliens sind. Sie sehen aber sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich muss einfach, um das zu glauben, muss man mich irgendwie anders überzeugen. Vielleicht, indem ich einfach so ein Alien selbst sehe. Selbst wenn die mir ein Video zeigen, bin ich noch nicht zufrieden damit. Wenn die wirklich sagen, okay, jetzt haben wir hier ein Alien und wir haben einen gefangen. Und zum einen, Aliens zu fangen, ist vielleicht nicht die beste Idee, weil sonst denken die, wir sind feindlich oder so. Und die denken sich wahrscheinlich dann so, okay, wenn die uns gefangen nehmen, dann eliminieren wir sie einfach. Und ich habe das Gefühl, auch bei dieser Größe, die haben, die könnten uns eliminieren, wenn die wollen würden, okay, wenn die wirklich so aussehen. Aber das ist halt so ein Bild, was ich mir halt vorstellen könnte unter Aliens. Ich habe ja gesagt davor in einem anderen Video, Aliens können vielleicht so sein oder gigantisch sein. Und ich habe eher das Gefühl, die werden eher kleiner sein als wir. Wieso? Keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, das sind eher kleine Wesen. Auf einem vielleicht noch kleineren Planeten oder irgendwie sowas in der Art, obwohl die Erde ist schon ziemlich klein. Aber ja, die haben auch ihre eigene Sprache oder kommunizieren per Funk, also Kopffunk oder wie auch immer. Also die müssen nicht mal reden, um zu reden oder zu kommunizieren. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin ein bisschen sprachlos bei dem Video, weil ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, darüber zu reden, denn irgendwie bin ich begeistert, dass wir endlich Alien-News haben. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß, es ist halt nicht real und es macht mich ein bisschen traurig. Aber ja, hey, immerhin etwas. Also egal, ob es jetzt fake ist oder nicht. Wer weiß, vielleicht bin ich ja der Trottel hier. Vielleicht ist es nicht mal fake. Vielleicht ist das absolut real und die haben Aliens gefunden und so, keine Ahnung. So, ich meine, kann man Mexiko vertrauen? Das ist die Frage. Kann man Mexiko vertrauen? Die haben gute Tacos. Also vielleicht soll ich denen mehr vertrauen. Ja, hier sieht man auch noch, und zwar, da ist noch ein anderes Video, stell mal stumm. Da schauen sie die Knochen an und so. Und ja, das ist ein gutes Gehirn, ein sehr gutes Gehirn auf jeden Fall. Muss ich schon sagen, das ist einfach merkwürdig gerade, aber hey. Ich habe das Gefühl, die zeigen das einfach nur für die Leute, die so keine Ahnung davon haben, die sich dann so denken, ja, ja, hundertprozentig Aliens. Aber... warte mal, da gibt es etwas ganz Bestimmtes, und zwar,
ist es hier. Denn schaut euch mal die Knochen an, seht ihr das? Anscheinend wurde gesagt, also von Profis, die das angeguckt haben, niemals im Leben wird das so gehen, weil das komplett schief ist. So, anscheinend haben die auch eine Wirbelsäule, 3 Finger. Okay, kann sein. Aber anscheinend dieser Part hier soll unlogisch sein. Und ja, man sieht jetzt kein Herz oder so. Aber ja, anscheinend soll die Struktur so ähnlich wie beim Menschen sein, wo die einen Kopf haben, Brust, Bauch, Beine, Arme. Und das könnte natürlich sein. Also, ich meine, wie gesagt, die könnten auch komplett anders aussehen. Die müssen nicht mal irgendwie Arme, also ne, so aussehen wie wir Menschen. Aber hier kann man es auch sehen. Irgendwie ist das so ein bisschen komisch. Keine Ahnung, es sieht einfach so asynchron aus. Oder es war dieser ganz bestimmte Alien, der so aussah. Hier nochmal im Liegen. Und ja, wie ihr sehen könnt, das ist halt so eine ernstzunehmende Sache in Mexiko. Also, ja, ich meine, ich war sehr happy damit, aber, ist natürlich schwer. Nun, denke ich, dass Aliens jemals unseren Planeten besucht haben? Ich denke, das könnte schon sehr wohl sein. Es könnte sehr wohl sein. Zu 100% kann ich es leider nicht sagen, dass die wirklich uns besucht haben. Aber es könnte sein, dass sie hier waren und vielleicht immer noch unter uns sind. Wer weiß das schon? Vielleicht können die sich transformieren, aussehen wie Menschen oder irgendwie sowas in der Art. Aber ich denke mir dann auch so, mit der Technologie, die wir Menschen haben, ich meine, stell dich mal vor, wir haben Kameras, wir haben Smartphones. So, mittlerweile ist einfach, wenn du ein Smartphone hast, kannst du überall filmen und die Videoqualität ist immer sehr gut. Und ich denke mir so, wie intelligent können die Aliens sein, wenn sie auf unseren Planeten kommen, dass die alles perfekt machen, um es zu vertuschen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die kommen hierher und keiner findet sie, gar nichts. So, keine Vorfälle, gar nichts. Irgendwie ist mir das ein bisschen zwielichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, wenn wir Menschen auf einen anderen Planeten gehen und versuchen, das aus irgendeinem Grund heimlich zu machen, dann, keine Ahnung, dann werden wir auffallen. Wir sind zu blöd. Wir werden auffallen. So, wir machen irgendwelche Fehler, die haben wahrscheinlich auch Kameras oder so vielleicht oder können Bilder mit ihrem Gehirn machen, was weiß ich. Und ich denke mir so, wir würden auffallen und das wäre dann kein Geheimnis. Und dann wäre das ein großes Ding bei denen. Nun, die würden vielleicht denken, okay, die wollen uns attackieren, die Menschen, oder keine Ahnung was, aber ja, keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Es ist ein ganz, ganz heikles Thema. Ich meine, wie gesagt, das war so das Realste bis jetzt, was ich gesehen habe. Also wenn es gefaked war, war es sehr, sehr gut gefaked. Trotzdem glaube ich noch nicht hundertprozentig, dass es Aliens waren, aber guter Versuch, Mexiko. Vielleicht beim nächsten Mal, glaube ich euch. Also ja, das war's für das Video, lasst mal oben da, abonniert, kommentiert für den Algorithmus und bis zum nächsten Video. Bye.